Ich bin Sebastian Specht von der OLEGENO, Oldenburger Energiegenossenschaft. Sie sind, wenn Sie zu diesem Vortrag so wollen, sind Sie hier richtig. Balkon, Photovoltaik, Strom dezentral erzeugen und einfach selbst nutzen. Der Abend hat 6 Teile. Das Nachhausefahren und Zuhause-Sein, abgerechnet sind es noch 5 Teile. Wir fangen an mit dem Vortrag. Da sage ich vorher noch so ein paar Worte zu unserer Energiegenossenschaft und warum wir das Thema interessant finden. Dann kommt der Sönke und wird sich dem Thema im Detail widmen. Dann wird Gelegenheit sein, Fragen zu stellen. Also wollen wir das Forum auch öffnen. Denn wir können sicherlich nicht auf alles eingehen. Deswegen bringen wir jetzt so ein paar Punkte vor und wir können dann noch im Gespräch darauf eingehen. Und danach, wenn die Fragen abebben, werden wir nochmal ein paar Worte verlieren über die Photovoltaikanlage, die hier auf dem Dach ist, denn das ist ein historisches Unikum. Und wenn Sie da noch Interesse dran haben, würden wir uns sehr freuen, auch der Energierat. Und danach ist hier noch Gelegenheit zum bilateralen Gespräch. Jo. Mal gucken. Hier drücke ich, ja? Genau. Gut. Also, ich bin der mit der Brille. Er ist der Punk von uns zweien. Ein paar Worte zu unserer Genossenschaft. Unser Leitsatz ist, dass wir uns der Erschaffung einer zukunftsfähigen Energiekultur widmen wollen. Das klingt vielleicht ein bisschen groß, aber ich hoffe, am Ende meines Teils verstehen Sie ein bisschen mehr, was wir damit meinen. Unsere Arbeitsbereiche sind, wir errichten PV-Anlagen, wir liefern Bürger-Ökostrom und Ökogas und wir engagieren uns in der Klimaschutzvernetzung. Denn unser Zugang zum Klimaschutz ist der Energiebereich. Wir bauen Photovoltaikanlagen. Da, das Foto habe ich Ihnen mitgebracht, das ist relativ frisch. Das ist auf dem Dach der Feuerwache in der Ivo-Koch-Straße. Während dem Bau, ich weiß nicht, ob das einem Arbeitsschutzkriterium gerecht wird. Was ist das Besondere an unseren Photovoltaikanlagen? Funktionieren die in der Nacht? Nein, leider nicht. Ist das aus handgewalzten Silizium vom Prenzlauer Berg? Nein, auch nicht. Unsere Photovoltaikanlagen sind finanziert von unseren Mitgliedern, also von ganz vielen Leuten. Wenn man so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, dann kann man damit verschiedene Sachen anstellen, also den Strom in verschiedenen Verwertungskontexte setzen. So, das eine ist das ganz klassische Modell der letzten 18, 19 Jahre, ist die Einspeisung nach dem Erneuerbaren Energiengesetz. Das ist so eine Anlage hier gerade. Dann kann man auch in Mietshäusern die Menschen direkt mit dem Strom vom Dach beliefern. Mieterstrom nennt das. Das wird unser nächstes Projekt. Und dann gibt es noch andere Sachen, die auch möglich sind, zum Beispiel Regionalstrom. Da werden wir auch noch dahin kommen. Denn der Kontext ist, wir werden unsere Mitglieder mit dem Strom aus ihren Anlagen versorgen. Das ist das Ziel. Und um das im deutschen Energiemarkt hinzukriegen, muss man sich ein bisschen sortieren. Und deswegen sind wir mit ganz vielen anderen, fast 100 anderen Energiegenossenschaften im Verbund der Bürgerwerke organisiert, die für uns die Stromversorgung und die Kundenbetreuung organisieren, die unseren Strom kaufen. Und wir hier vor Ort gestalten die Tarife und die Gewinne fließen zurück hier in unsere Genossenschaft und ermöglichen uns, Projekte zu machen. Und da mittendrin sind unsere Mitglieder oder auch unsere Stromkunden als Energiebürger, Energiebürgerinnen. Das, was so langweilig klingt, ist, dann stehen echte Menschen dahinter und ich finde auch eine Menge sehr coole Leute. Links unten, das ist auf der letzten Generalversammlung, denn wir haben das durchgehend genossenschaftlich organisiert. Bei uns auf der Generalversammlung hier in Oldenburg hat jedes Mitglied eine Stimme. Wenn es darum geht, dem Vorstand Vorgaben zu machen, was die Ausrichtung betrifft, über die Verwendung der Gewinne und so weiter.
Und genauso haben wir die Bürgerwerke organisiert, da haben wir als Genossenschaft eine Stimme. Und das sind jetzt so ganz konkret unsere Produkte und eine glückliche Kundin, die Steffi. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist die Zertifizierung mit dem grünen Stromlabel, denn das ist das Ökostromlabel der Umweltverbände und das soll auch unsere Ausrichtung unterstreichen. Es gibt auch TÜV und sowas, aber das ist uns wichtig. Der andere Punkt, in dem wir uns auch hier vor Ort engagieren, ist die Klimaschutzvernetzung. Wir sind Mitglied der Klimaallianz Oldenburg, in deren organisatorischen Rahmen auch dieser Vortrag hier stattfindet. Und wie schon gesagt, als Energiegenossenschaft ist unsere Sicht auf den Klimaschutz aus der Perspektive der Energieversorgung. Gut, was hält das alles zusammen, was wir hier machen? Erneuerbare Energie, da hat doch inzwischen kaum noch jemand was gegen. Das finden doch alle toll. Und wir alle wissen, Klimaschutz ist so wichtig. Gut, warum braucht man dann noch Leitsätze? Ist das nicht alles selbsterklärend? Nein, wir finden nicht, denn unsere Mitglieder haben sich hinter einer ganz bestimmten Energiewende versammelt. Nämlich eine Energiewende, die konsequent ökologisch ausgerichtet ist. Biogas aus Massentierhaltung oder in Flächenkonkurrenz zu Nahrungsmittelproduktion ist auch Biogas, aber ist es ökologisch? Das ist die Frage. Unser Unternehmen ist demokratisch organisiert durch die Vertretung oder durch die Wirtschaftsform einer Genossenschaft. Eine Person, eine Stimme, unabhängig von der finanziellen Beteiligung. Wir legen den Schwerpunkt auf unser lokales Handeln hier, auf eine Energiewende, die von den Städten ausgedacht ist, von den Regionen ausgedacht ist und nicht zentralen Bewegungen folgt und die letztlich auch die Solidarität zwischen den Menschen stärkt und sie nicht gegeneinander ausspielt. Und wenn wir einen Schritt zurücktreten, das EEG wird 19 Jahre alt in diesem Jahr, ist das richtig? Das Erneuerbare Energiengesetz. Ich habe hier mal eine Grafik von Volker Quaschning, wo wir die Kohlendioxidemissionen oder CO2-Äquivalente der Bundesrepublik sehen. Wir sehen diese dicke blaue Linie, das ist die Realität. Wir sehen diese rote Linie, das sind die Ziele der Bundesregierung, von denen wir langsam mitkriegen, dass sie sie nicht sehr ernst nimmt. In grün, Reduktionspfad für das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens, den können Sie vergessen, denn das sind die verpassten Chancen. Da hätten wir 2005 ein bisschen anders abbiegen müssen schon, wenn Sie sich das da angucken. Und blau sehen Sie den Trend mal fortgesetzt bei den jetzigen Vorgängen in unserem Energiesystem und auch in der Gesamtklimabilanz. Das endet irgendwo, ich habe es hier nicht drauf, bei 2160 oder sowas beim jetzigen Tempo. Und produziert am Ende, wenn das alle auf der Welt machen, irgendwie 6 oder 8 Grad mittlere Temperatur. Und ja, gut. Normalerweise laufen diese Vorträge immer so, guck mal, das Klima ist alles so schlimm und wir sind jetzt die Lösung. Nee, so leicht haben wir gemerkt, ist das nicht. Gucken Sie sich das nochmal an, die blaue Kurve. Es ging ja irgendwie ganz gut los in den frühen 90er Jahren. Ich komme aus Ostdeutschland, da sage ich mal, gern geschehen, denn das in den 90er Jahren beruht größtenteils darauf, dass die ehemalige DDR deindustrialisiert wurde. Dann waren wir ganz lange eigentlich ziemlich gut auf dem Pfad und dann auf einmal koppelte es sich ab. Zufällig zusammen mit dem Beginn des Erneuerbare Energiengesetzes, muss man da mal sagen. Aber irgendwie haben wir eine Menge Chancen verpasst. Und dennoch, die Schüler stehen auf den Straßen und demonstrieren. Wir haben auch noch radikalere Bewegungen, die sich da formieren und von denen wir in den Nachrichten hören können. Und wir reden immer noch vom Klimawandel als etwas, was sich halt ändert. So, Lebenswandel.
Also so sprachlich finde ich das Klimawandel noch in einem relativ zahmen Kontext. Das klingt nicht dramatisch irgendwie. Dinge wandeln sich halt. Und in den letzten Jahren haben wir von dem Zustand der Energiewende ganz oft in Krisen wird dann geredet. Teuer und Zappelstrom und ach, die Vögel werden gestreut. Und das sind so sprachliche Rahmen, ist mein Eindruck, wie das so in den letzten 2, 3, 4, 5 Jahren war. Und vor ein paar Wochen habe ich mir überlegt, dass ich das zumindest bei mir mal ändern will. Ich werde in Zukunft versuchen, nicht mehr vom Klimawandel zu reden, denn wir sind mittendrin und es ist kein gesunder Wandel, sondern es ist eine Krise. Ich werde in Zukunft von Klimakrise reden und wenn ich was anderes sage, können Sie mich gerne daran erinnern. Und wir merken immer mehr, dass das mit der Energiewende kein Selbstläufer ist und dass es uns vor allem nicht den Gesamtklimaschutz rettet. Deswegen muss man nochmal einen Schritt zurücktreten. Und ich vertrete die steile These, dass die Energiequelle das Energiesystem bestimmt. Sie haben noch die Bogen im Kopf. Ich komme ja hier irgendwann wieder bei Photovoltaik raus. Ne? Wir haben etwas stark vereinfacht irgendwie. Die konventionellen Energien, die auf Umwandlung beruhen, chemische Umwandlung, Verbrennung, Kohle, Gas oder auch Uran. Sie haben ein paar Eigenschaften an sich, die bleiben so, auch wenn wir mal kurz annehmen würden, sie wären nicht klimaschädlich. Es sind immer noch die Verbrennung, immer noch Emissionen, die ökologisch negative Konsequenzen haben. Bei den Verbrennungsmotoren wird das ja gerade mehr diskutiert, als es einem lieb sein kann. Sie sind erschöpflich, wir haben immer noch die Frage, das Zeug ist irgendwann alle. Und sie sind inhärent zentralistisch organisiert. Wir haben, bei uns hier ist ja eher quasi die Steinkohle bestimmt. Ich glaube, viel Braunkohlestrom haben wir hier wahrscheinlich nicht im Netz in unserer Region. Und Steinkohle, wir haben 4 exportierende Länder, 6 exportierende Länder. Und die kommt eh aus Australien, China, also wird um den halben Planeten gekarrt. Das kann nicht clever sein, das kann nicht klug sein. Und wir haben die erneuerbaren Energien, wo der Umwandlungsprozess emissionsarm abläuft. Die Energien sind bleibend und sie sind dezentral verfügbar und passen deswegen eigentlich ziemlich gut zu dem Verbrauch, der auch inhärent dezentral ist. Und hier bemühe ich nochmal von Hermann Scheer, einem der Autoren des Erneuerbaren Energiengesetzes, ein Zitat aus seinem Buch Der energetische Imperativ. Alle lieben erneuerbare Energien natürlich. Und er sagt, der suggerierte Konsens über erneuerbare Energien lenkt davon ab, dass die eigentlichen Konflikte erst begonnen haben. Das hat er 2010 geschrieben, sein letztes Buch, was er publiziert hat, kurz vor seinem Tod. Und ja, ich würde sagen, das hat sich relativ schnell dann auch entfaltet. Ich habe hier mal ein Diagramm vom jährlichen Zu- bzw. Rückbau an installierter Nettoleistung in der Photovoltaik in Deutschland. Und wir sehen hier einen Teil der Erfolgsgeschichte Energiewende. Und dann sehen Sie da 2012, 2013, 2014 das, was ich von mehreren Leuten schon gehört habe, dass sie es den Altmaier-Knick nennen, wo das EEG massiv umgestrickt wurde und die PV-Branche hier extrem zurückgefahren wurde und eine Menge Arbeitsplätze auch verloren gegangen sind. Und weil, genau, der Ausbau begrenzt wurde. Und ich habe hier ein Foto aus der englischen Zeitung von vor 2 Wochen. Ich weiß nicht, ob Sie von der Bewegung Extinction Rebellion gehört haben und gelesen haben. Und dieses Bild da hinten an der Wand wird dem Künstler Banksy zugeschrieben. Und der Text, der daneben ist, ist also ein Mädchen zu sehen, was ein Bäumchen pflanzt oder eine Bohne oder irgendwas. Und der Text daneben lautet, an diesem Moment endet die Verzweiflung und die Taktik beginnt. Und
Das bezogen auf unser Thema heißt, ja, wollen wir nicht mehr Photovoltaik haben, Sönke? Guter Vorschlag. Clip war auch das, was mich das erste Mal auf Olegeno hat, beziehungsweise auf MiPV hat in der Region aufmerksam werden lassen. Ich bin eigentlich Unternehmensberater für Digitalstrategien und bin auch Geschäftsführer von einer Firma, die nachhaltiges und gemeinnütziges Unternehmertum unterstützt. Und das war damals die Initialzündung, dass ich quasi, weil ich die Technik an sich spannend fand und grundsätzlich mich mit Energieverbrauch und Verwendung immer mehr beschäftigt hatte, war das Video, wo ich gesagt habe, okay, ich melde mich da einfach mal, wie ist eigentlich der aktuelle Stand. Ne? Denn nach meinem Wissen und dem, was ich recherchiert hatte, war eigentlich auch zu diesem Zeitpunkt per se die Anlage nicht illegal zu verwenden. Es gab zu diesem Zeitpunkt halt keine Urteile. Und warum die Sache gerade jetzt vor 2, 3, 4 Jahren besonders interessant geworden ist, da komme ich auch gleich noch drauf. Jedenfalls ist das dann die Initialzündung gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe mal zu Olegeno und ich habe irgendwie Bock, was zu machen und selber was auszuprobieren in diesem Bereich. Und die haben dann gesagt, pass auf, das ist der aktuelle Stand, du kannst gerne loslegen. Und dann habe ich halt also losgelegt und habe Leute von Olegeno und andere Interessenten zusammengesammelt und habe quasi im letzten Jahr die ersten 10 Anlagen in der Sammelbestellung gestellt und habe quasi die erste Anlage aufgebaut und war wahrscheinlich auch die erste in Oldenburg, die jemals eine Form der Anmeldung an die EWE geschickt hat. So, wie kam es grundsätzlich dazu, dass überhaupt diese Technik interessant wird? So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern des Ganzen. Damit ihr als Zuhörer heute ein bisschen was mitnehmen könnt, habe ich das, was eigentlich wesentlich ist für den Betrieb. Also die Detailfragen gehen wir später in einer Frage- und Antwortrunde. Aber das, was man eigentlich so mitnehmen muss, wie die Technik funktioniert, warum es eigentlich jetzt sexy ist, sowas zu bauen, wie das Ganze mit der Installation abläuft und im Endeffekt, was für Gedanken man sich eigentlich macht und warum das eigentlich eine ganz tolle Sache ist, die ihm auch Spaß macht, das habe ich jetzt in diesen 6 Bereichen einmal zusammengefasst. So, also wie geht's und warum jetzt? Das ist das, was die so erste Informationen schon haben, bestimmt schon kennen. Wie funktioniert die Anlage? Also wir haben im Endeffekt ein Solarmodul oder eben 2, was für Balkon oder die kleine Hausanlage eigentlich das Maximum ist, was betreibbar ist. Die produziert grundsätzlich Gleichstrom, deswegen braucht man einen Wechselrichter, um quasi dem Stromnetz und eben auch den Gerätschaften, die im Haus stehen, anpassen zu können, dass sie den Strom halt nutzen können. Dann hat man einen Hausanschluss und dahinter ist dann der Stromzähler, der dann eben zu viel Strom auch ins Netz abgibt. Grundsätzlich ist es so, und das war lange bevor es irgendwie PV gab, um das nicht zu sehr physikalisch werden zu lassen, der Strom sucht sich quasi, wie wir Menschen auch, den geringsten Weg des Widerstandes und er geht dahin, wo er am schnellsten verbraucht wird. Also das allererste, was passiert, ist, dass vor dem Zähler alles, was in irgendeiner Form an Gerätschaften da ist, sich den Strom hapst und erst wenn quasi da nichts mehr ist, was diesen Strom verbrauchen kann, dann drückt er quasi sich durch den Stromzähler ins Stromnetz. Zu den Zählern komme ich gleich noch, was den standard alten Drehzähler, den man kennt, sogar dazu bringt, wirklich rückwärts zu laufen. So, und warum ist dieses Thema eigentlich überhaupt erst aktuell geworden? Das hier und unten links. Unten links ist 2010, ganz rechts ist September 2015 und das ist das quasi, nichts anderes quasi als ein Aktienindex für Solarmodule. Und wenn wir das hier sehen, das ist halt Euro pro Watt Peak, also man 1 Kilowatt Peak, das sind so 3,5 Module. Oder die Standardanlage, die viele auf ihrem Haus installieren, weil sie auch noch ein paar Begünstigungen hat, sind so 10 Kilowatt Peak, ne, wo so ein halbes Hausdach voll ist.
Also 1 Kilowatt-Peak, also wenn 1000 Watt quasi in der Optimalkonstellation produziert werden können, kosteten zu diesem Zeitpunkt 2000 Euro, ne? Also 2 Euro pro Watt, 2000 Euro pro Kilowatt. Das heißt, die Standardanlage kostet, und wir sind nur bei den Modulpreisen, ne? Da hat man keine Installation, kein Wechsel und so, kostete zu diesem Zeitpunkt rund 2000 Euro, blaue Linie hier in Deutschland. So, und dieser Preis ist halt massiv gesunken. Wir sehen, ne, September 2015 sind wir so knapp unter 60 Cent. Das heißt, der Preis hat sich zu diesem Zeitpunkt schon auch gedrittelt. Und das Ganze ging genauso weiter. Also hier unten geht es jetzt vom Februar 2016 weiter bis zum Februar 2017. Sie stammen eigentlich von derselben Seite. Ich weiß nicht, warum sie über die Jahre hinweg verschiedene Farben für Charts genommen haben. Diesmal ist es der grüne, ne, also von den 60 Cent, wo wir vorhin hier roundabout geendet haben, ist es dann alleine wieder in diesem Jahr auf rund 48 Cent gefallen. Und wenn wir jetzt noch weitergehen, wir haben hier unten den März 2018, hier ist eine Lücke dazwischen, wo es im Endeffekt exakt den gleichen Trend gab. Und jetzt sind wir mittlerweile, das hier ist der März 2019, bei 27 Cent. Das heißt, exakt die gleichen Module kosten noch 10%, 15%, 17%, je nachdem, nach Technik, Polykristallin, Monokristallin, Dünnschichtmodule, was es da so gibt, noch zwischen 10 und 20% dessen, was es halt 2010 gekostet hat. Also 85% Preisreduktion im Mittel in nur 9 Jahren. Und in der Vergangenheit, also wenn man überlegt, man braucht ja noch irgendwie Installation, Elektriker muss sich darum kümmern, Anschluss und so weiter, hätten sich halt mit den alten Preisen, wäre das Ganze niemals betriebswirtschaftlich darstellbar gewesen und war auch ökologisch noch fragwürdig. Und das hat sich halt massiv geändert und deswegen gab es dann halt entsprechend auch die ersten Hersteller, die kleine Wechselrichter dafür gebaut haben, weil es eben diese Preisentwicklung halt gab. So, parallel, exakt der gleiche Zeitraum, den wir gerade bei den Solarmodulen gesehen haben, den habe ich hier mit dem Strompreis 2010 bis hier endet er 2017. So viel hat sich ja nicht getan, er pendelt sich am Ende da derzeit ein, so um die 30 Cent. Exakt in der gleichen Zeit hat sich der Strompreis entsprechend im Mittel um 25% erhöht. Und das ist halt genau das der Effekt, weswegen es eigentlich nie günstiger und ein interessanterer Zeitpunkt war, auch kleinere Strommengen eben vom eigenen Balkon oder vom Dach selbst zu nutzen. Was braucht man für die Standardanlage? Also, wir brauchen 1 bis 2 Module, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, für wen eigentlich eine, für wen zwei irgendwie interessant sind. Wir brauchen einen Wechselrichter, das hatten wir in der Grafik vorhin schon, der aus dem Gleichstrom, der aus den Solarmodulen kommt, Wechselstrom macht. Wir brauchen eine Sonne, mehr wäre besser, auf absehbare Zeit bleibt es bei einer. Wir brauchen ein einziges Stromkabel, was im Endeffekt das Ganze in die Hausvernetzung führt. Wir brauchen einen Balkon oder eben ein Dach, hier unten rechts ist der meinige. Wir brauchen irgendeine Form von Installation, meistens sind es Stahlhalterungen, mit denen man es an den Balkon anbringen kann oder mit denen man es quasi mit einer Neigung aufs Dach bringen kann. Dann gegebenenfalls, da kommen wir nochmal gleich ein bisschen zu, noch eine Steckvorrichtung, also wie kommt im Endeffekt der Strom aus der Anlage in das Hausnetz. Und optional, aber unbedingt zu empfehlen, weil es einfach verdammt viel Spaß macht, ihn dabei zuzugucken, ein kleines Molitor-Modul, was quasi zählt, was der Goldesel ausspuckt. So. Und wenn man diese Sachen dann im Endeffekt verbaut, muss man sich noch ein bisschen Gedanken darüber machen, wie man die Module ausrichtet. Das ist eine sehr komplexe Grafik. Die soll eigentlich nur eine einzige Sache erläutern. Es ist gar nicht so schlimm, wenn es nicht direkt nach Süden geht. Also, wir haben einmal hier den Neigungswinkel des Moduls, 0 Grad. Das Modul liegt flach auf dem Boden, auf dem Dach, auf dem Balkon. Oder eben 90 Grad. Das Modul ist quasi exakt gerade an einer Wand angebracht. Und hier unten sehen wir die Ausrichtung. Das ist exakt nach Süden und je nachdem, ob man 10 Grad, 20 oder sonst wie Grad nach Osten abweicht, ändert sich entsprechend die Ausbeute. Und wie wir hier sehen, gibt es einen sehr, sehr großen Bereich, also auch dieser dunkelrote Bereich noch, wo wir 95% der Ausbeute haben. Das heißt, selbst wenn man mehr oder weniger gerade an den Balkon es anbringt und selbst keine kleine Neigung irgendwie hinbekommt, ist man leicht noch in dem Bereich, wo man bei fast jeder Richtung immer noch 70% der möglichen Erträge erwirtschaften kann. Also, wichtig an dieser Grafik nur ist, man muss keine optimale
wenn man im Rädchen dreht, dreht es immer schneller. Man muss keine optimale, ganz gerade Ausrichtung haben nach Süden, sondern eben auch hier oben, wie man sieht, und Zahlen haben wir nachher noch, wo ich meine eigenen Sachen mal so ein bisschen hochrechne. Meine eine eigene Anlage liegt hier, also eigentlich weit ab dessen, was man als Optimum bezeichnet. Ich kann nur so einen ganz kleinen Winkel irgendwie hinbekommen von rund 15 Grad und mein Balkon ist halt sehr stark nach Westen geneigt und mit den Zahlen, wie gesagt, rechnen wir. Genau, wenn man das Ganze dann entsprechend installiert hat, dann passiert genau das. Das hier ist das kleine Modul, was im Endeffekt zählt oder in Echtzeit anzeigt, was an Strom produziert wird. Ganz kurz noch eben, dieses Modul hält die Daten nicht nur davor, sondern schickt sie quasi bei mir zu Hause übers WLAN und übers Internet in ein Portal, wo man sich in Echtzeit alle Grafiken und alle Energiestatistiken angucken kann seit dem ersten Tag der Installation. Und so sieht dann halt so ein klassischer Tag aus. Ich habe einen speziellen Stromzähler, der quasi komplett den Tag über mir genau zeigt, wie viel Strom ich verbrauche. Und ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen, grundsätzlich sind im Haus drei Phasen. Und auf einer dieser Phasen ist halt die Anlage. Und das ist halt exakt dieser Verlauf, der halt zeigt, dass halt in diesem Bereich halt Strom produziert worden ist. Und das sind zwei Sachen, die einfach besonders interessant sind. Das eine ist, warum das, wenn man den ersten Strom produziert, warum das wirklich ein Anfix ist, so dieses Gefühl von Autarkie, das ist halt nicht unwesentlich, auch wenn wir eigentlich uns überhaupt keine Gedanken darum machen müssen. Also in Deutschland haben wir so ziemlich die stabilsten Stromnetze, die es weltweit gibt. Aber trotzdem ist irgendwo dieser Gedanke so, ne, das ist wie, keine Ahnung, die 10 Flaschen Whisky im Keller, wo man denkt, okay, wenn ich mal hart auf hart komme, habe ich noch ein bisschen was an Reserve. Und beim Strom ist es irgendwie genauso. Ne? Wenn mal irgendwie der Stromausfall da ist, kann ich mein Handy noch laden. Ob dann irgendwie der Sendemast noch funktioniert, ist wahrscheinlich eine ganz andere Frage. Autarkie ist also ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere, was ich eben schon sagte, was natürlich, wenn wir gleich die Investitionsrechnungen so ein bisschen uns angucken, ein Trugschluss ist, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, man hat einen Goldesel zu Hause. Weil selbst wenn man im Urlaub ist, kann man das Handy nehmen und kann halt sehen, wie die Anlage zu Hause den Strom produziert und dafür sorgt, dass keine einzige Kilowattstunde zu Hause entsprechend aus dem Netz gezogen werden muss, was irgendwie auch ein gutes Gefühl mit sich bringt. Und wenn man den Strom nicht vollständig verbraucht, hatten wir gerade schon gesehen, dann drückt er ja quasi sich trotzdem durch den Stromzähler ins Netz. Zu Regelungen und sowas kommen wir gleich noch so ein bisschen, aber dann ist es ja auch so, und bei mir ist die Eigenverbrauchsquote knapp 90%, bei mir landet also so gut wie nichts im Netz, aber selbst diese 10%, die drücken den EWE-Strom raus, der immer zu einem Drittel aus Kohlestrom halt besteht und von daher auch gar nicht so schlecht, wenn ein bisschen was davon abfließt. Genau. Das ist eine Sache, die mittlerweile weitestgehend rechtlich indiskutabel ist. Man muss die Dinge anmelden. Also wie ich schon beschrieben habe, meine Anlage ist bei der Bundesnetzagentur mittlerweile angemeldet. Das ist relativ simpel zu machen. Es gibt seit einiger Zeit das Smart-Stammdatenregister, wo man sich selber entsprechend eintragen kann. Da gibt es auch eine kleine Hilfe zu. Das ist in der Regel in 30 Minuten gemacht und ist kostenfrei, damit die Bundesnetzagentur weiß, wie viele Anlagen mit welcher Power in irgendeiner Art und Weise da sind. Und man muss die Anlage, auch das ist weitestgehend juristisch unbestritten, weitestgehend, also hier steht immer noch, das sind zum Teil Zitate von dieser Seite, das ist der Bundesverband für Solarenergie. Und diese deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie hat quasi so Leitfäden und auf dieser Seite immer einen aktuellen Stand, wie es jetzt quasi mit den Meldungen weitergeht. Warum? Es hat sich in den letzten 2 Wochen ziemlich viel geändert. Also zum einen gibt es ein Standardformular, was aber sehr komplex ist, was jeder Netzbetreiber, von denen gibt es 800 in Deutschland, das Pendant zu EWE-Netz. Wichtig, EWE-Netz ist nicht EWE-Vertrieb, also den Strom kauft man, wir haben ja einen Netzbetreiber, der für Netz zuständig ist und wir haben ja eine Stromvertriebsgesellschaft, die sich selber auch gerade, was dieses Thema angeht, auch nicht sonderlich grün sind. Also es gibt auch viele Menschen, die gerne einen einfachen Zugang zu PV-Strom machen würden bei der EWE. Genau, Netzbetreiber, also im Endeffekt muss man die Dinge eigentlich anmelden. Es ist bisher, und das ist das, was derzeit von vielen Netzbetreibern, weil sie das Thema halt eher als lästig empfinden, dazu genutzt wird. Also wir haben also viele gesetzliche Rahmenbedingungen, die darauf nicht vorbereitet sind. Und derzeit machen viele dieser 800 Netzbetreiber, legen das
diese Gestaltungsspielräume halt sehr stark nach ihren eigenen Interessen halt aus. Und weil das Thema eben so neu ist, es lohnt sich eigentlich erst seit 5 Jahren, gibt es eben auch noch so gut wie keine Urteile zu diesen Themen. Und deswegen behauptet man einfach mal, dass ein bestimmtes Stecker es irgendwie sein muss und man die Anlage nicht direkt irgendwie abschalten muss. Und man behauptet ganz viele Dinge. Und viele dieser Dinge sind halt auch schon mittlerweile juristisch kassiert worden, was viele Netzbetreiber bundesweit trotzdem nicht davon abhält, sie weiter zu behaupten. Also, unstrittig grundsätzlich ist, dass die Sache einer EWE gemeldet werden muss. Aber auch in dieser Geschichte, gerade die neue gesetzliche Regelung, was ist eine Eigenanlage, das ist bisher nicht genau definiert. Und das wird sich alles jetzt in den nächsten Monaten ein bisschen zurechtruckeln. Im Endeffekt gibt es diverse Verfahren, die auch zu diesen Themen halt laufen. Grundsätzlich haben die Versorger keine guten Karten mit ihren Auslegungen, was man derzeit so in den letzten Monaten halt beobachten konnte. Genau, also man muss diese beiden Sachen im Endeffekt anmelden. Grundsätzlich ist die Anmeldung bei Bundesnetzagentur kostenfrei, die Anmeldung beim Netzbetreiber grundsätzlich auch kostenfrei. Für den Zählertausch kann eine Gebühr verlangt werden. Warum? Der Zähler darf sich grundsätzlich nicht rückwärts drehen. Und das geht nicht grundsätzlich nur darum, dass das der Versorger doof findet, was ja auch sein gutes Recht ist. Er hat eine Stromleistung geliefert, also warum soll man den Zähler sich zurückdrehen lassen dürfen? Es hat auch noch diverse steuerliche Implikationen. Und das ist halt der Grund, weswegen der Versorger dann gerne auch mal den Zähler tauschen möchte. Und dafür kann er halt eine Gebühr verlangen. Genau. Die ist total unterschiedlich. Es gibt zig Netzbetreiber in Deutschland, die quasi keine Gebühr verlangen. Es gibt einige, die eine Gebühr verlangen. Für die EWE liegen noch keine Daten vor. Wie gesagt, ich habe meine Anlage angemeldet, direkt als sie errichtet worden ist, mit entsprechenden Unterlagen, die damals zur Verfügung standen, und habe darauf halt kein Feedback bekommen. Ob das nun in den Weiten irgendwie versickert ist oder man kein Feedback geben wollte, um keinen Präzedenzfall zu schaffen, kann ich nicht sagen. Sind Leute von der EWE heute hier? Sind Leute von der EWE hier und möchten das nicht sagen? Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe ja keine Frage. Wir haben einmal einen Kollegen da von der EWE. Okay. Weil mich würde es mal interessieren, irgendwie, ob es intern vielleicht irgendwelche Sprachregelungen oder so zu diesem Thema gibt. Gut. Genau, also ein bisschen Papierkram gibt es an dieser Sache, aber das ist halt auch genau das, wo es darum geht. Deswegen auch Genossenschaft und Gemeinschaft, ne? Bei unseren Mitgliedern und den Leuten, die bei uns irgendwie den Strom beziehen, die Lust darauf haben, werden wir natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten bei dieser Sache unterstützen und grundsätzlich auch andere Energiegenossenschaften bundesweit sammeln zu dem Thema halt Daten, sodass man in dieser Sache auf jeden Fall nicht alleine steht. Einzige Alternative, die man sonst noch hat, ist, man zieht zum Beispiel nach Bonn um. Die Bonn-Netz, das ist quasi die EWE-Netz der Bonner Stadtwerke, hat ein einziges Formular, was man in 15 Minuten ausfüllen kann. Und zum Beispiel solche Sachen, wie dass man auch die Anlage, wie sie meine auch installiert ist, auch fest anschließen kann, also keine Steckvorrichtung hat, sondern direkt quasi auf die Leitung legen kann, was bei mir ein Elektriker gemacht hat, was ich auch immer empfehlen würde. Wo die EWE-Netz bis heute durchaus kommuniziert, dass das verboten sei. Und was natürlich recht unwahrscheinlich ist, weil auch die Juristen einer Bonn-Netz werden sicherlich keine Dinge durchwinken, die grundsätzlich verboten sind. Also das sind genau diese Regelungsgeschichten. Und das ist auch das Formular damals gewesen, weil es das einzige Formular ist, was es zu dem Zeitpunkt gab, was ich mit den ganzen Unterlagen und den entsprechenden Normungen der PV-Anlage entsprechend bei der EWE-Netz eingereicht hatte. Genau. Das ist grundsätzlich der Zielzustand. Das ist das, was die Anmeldung sehr, sehr, sehr einfach macht und wo nach und nach auch der ein oder andere Versorger mittlerweile oder die ein oder anderen Stadtwerke entsprechend sagen, warum sollen wir die Sache besonders kompliziert machen, zumal, ja, wir kommen jetzt noch zu den Werten, was an Stromverbrauch oder Erzeugung damit da ist, ist eh nur einen sehr geringen, aber bedeutenden Anteil an der Versorgung, an der Haushaltsversorgung halt machen, quasi ersetzen kann, nennen wir es mal so. Warum es bedeutend ist, komme ich gleich noch kurz zu. Genau, ich habe es gerade eben kurz schon mal angesprochen, Zählertausch, das ist der klassische Zähler, der bei vielen hängt. Das ist einer der aktuellen Digitalzähler, die halt die EWE auch verbauen. Da gibt es hier dieses kleine Symbol, das ist das hier, das ist quasi die Rücklaufsperre, also dass quasi, wenn Spannung von der anderen Seite kommt, dass der Zähler nicht rückwärts laufen kann. Und das ist das, was ich hier gerade einsetze, also ein Zähler von Discovergy, der sehr, sehr viele Daten irgendwie mir gibt, weil ich das Thema interessant fand und mich auch interessiert hat, wie funktioniert eigentlich so ein Kühlschrank und wie viel Strom verbraucht der eigentlich und wie oft springt der an.
Und deswegen habe ich halt quasi diesen Zähler, der aber nicht vorgeschrieben ist, der quasi nichts anderes ist als die Spielerei, wenn man so ein bisschen in dem Thema halt auch lernen möchte und so weiter. Ich zahle für den auch 5 Euro pro Monat und das rechnet tut sich sowas nicht. Das ist halt eher eine Sache, um Informationen zu sammeln, Erfahrungen zu sammeln und zu verstehen, wie funktioniert eigentlich Strom und wie sieht eigentlich so das eigene, ja, das eigene Lastprofil am Ende halt auch aus. Genau. Die Zähler sind, wenn man sich so ein bisschen tiefer beschäftigt, eigentlich auch unumgänglich. Es ist immer das Thema Datenschutz, das man auch sehr wichtig nehmen sollte. Aber de facto ist es halt so, dass ein Versorger, also weder die EWE Netz noch die EWE noch irgendein anderer Versorger in Deutschland, eigentlich wirklich weiß, wer gerade den Strom verbraucht. Und gerade so diese, also im Endeffekt geht es ja viel darum, wir haben das Thema schon gehört, ne, die immer wieder von Gegnern der Energiewende auch nutzen Begriffe wie Zappelstrom und was machen wir, kein Strom darf und so weiter. Und ich glaube ganz fest daran, dass es eine unglaubliche Macht da drin steckt, dass man einfach den Strom so bepreist, wie sich quasi gerade ein Marktpreis bildet. Und dann wird man eben merken, wenn man am sonnigen Sonntag der Strom halt umsonst ist, dann wird man halt seine Waschmaschine eher mal von Montag auf Sonntag vorziehen oder wird doch ein paar Sachen sammeln, um eben genau den Strom dann zu verbrauchen, wenn halt viel zu viel da ist. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt und deswegen wird es wahrscheinlich um auch solche technologischen Gerätschaften mittelfristig nicht drum herum gehen, um eben den Strom eben dann zu nutzen und günstig nutzen zu können, wenn er eben quasi umsonst ist, diese Zeiten gibt es immer wieder, und ihn eben hochpreisig zu machen, wenn er quasi knapp ist. Und dann reguliert man eben nicht nur, wie quasi die Produktion ist, sondern man kann auch sehr gut regulieren, wie hinten raus eigentlich der Verbrauch halt aussieht. Genau, so viel so ein bisschen was zu den Zählern. Wie gesagt, Zählertausch ist eine Sache, die der Versorger dann halt initiieren kann, wenn man seine Anlage angemeldet hat, wenn er sagt, okay, die Anlage ist so, dass sie rückwärts laufen könnte, ich möchte einen Zähler tauschen, dann müssen wir noch eine Gebühr zahlen. Viele machen es umsonst, wie gesagt, EWE, gibt es keine Daten zu, sonst zahlt man vielleicht mal ein Fuffi dafür oder so. Genau, dann noch so ein Punkt, warum ist eigentlich jetzt so ein ganz toller Zeitpunkt? Das sind wirklich die Oldenburger Zahlen, wie teilt sich eigentlich der Ertrag das Jahr über auf? So, und wir sehen halt, ne, die heißen Monate, in denen man quasi viel Strom produziert, gehen jetzt erst los, ne, von April bis September wird in Oldenburg zumindest eine Optimalausrichtung über 70% des Ertrages produziert. Also ne, nie war mehr Chance als jetzt. Billige Preise plus optimale Stromproduktion. So ein bisschen was zu dem rechnet sich das Ganze eigentlich. So, und im Endeffekt, das kann man schon mal vorab irgendwie sagen, also reich werden tut man damit ganz sicher nicht. Das sind jetzt die exakt realen Zahlen von mir. Hier links sind von KPMG Energy, das war der, wo wir auch unsere Sammelbestellung gemacht hatten, so ein paar Standard-Set-Angebote, ne, mit einem Modul und einem Wechselrichter und einem kleinen Monitoring-Modul für 55. Das hier ist exakt das, was ich habe. Und die Preise sind von letzter Woche. Und damit man es auch mal sieht, also ich habe für diese Anlage noch 685 Euro bezahlt, die jetzt bei 605 steht. Und das war dann irgendwie im August letzten Jahres. Da sieht man auch, was sich, ne, diese Preissenkung der Module hat sich auch hier bei diesen Set-Angeboten schon mittlerweile durchgeschlagen und gleichzeitig werden immer mehr dieser Wechselrichter produziert, das kennen wir auch, ne, mit zunehmender Stückzahl, nehmen die Grenzkosten halt ab, sodass die auch mittlerweile günstiger produzieren und gleichzeitig steigt die Qualität immer mehr. Also ist mittlerweile Standard, dass die Module irgendwie 20 Jahre Leistungsgarantie bekommen, also nach 20 Jahren immer noch mindestens 70 oder je nachdem 80 oder sogar 90% Energie erzeugen sollen. Und der Wechselrichter, den ich verwende, der hat auch 25 Jahre Garantie. Also gleichzeitig kriegt man mittlerweile da wirklich durchaus ausentwickelte Technik, die gut funktioniert. Also meine Anlage zu dem Zeitpunkt noch hat insgesamt 738 Euro gekostet, auch inklusive der Gestänge, um das Ganze dann an den Balkon anzubringen. Und ich habe noch 60 Euro für den Elektriker ausgegeben. Ne? Auch das ist eine Sache, die immer wieder irgendwo steht, dass man eigentlich einen braucht. Real ist das nicht der Fall. Mit den aktuellen Normen kann man das Ding theoretisch selbst anschließen. Es gibt eigentlich wenig Gründe, an der Hausverteilung rumzufummeln ohne den Elektriker. Vielleicht sage ich das auch nur, weil ich grundsätzlich auch eher ein Schreibtischtäter bin und weitestgehend talentfrei in diesem Bereich. Aber gerade, insbesondere wenn man noch Schraubsicherungen hat, ist es auf jeden Fall
nicht nur empfohlen, sondern wirklich dazu geraten, weil da wirklich mal eine Sicherung ausgetauscht werden sollte und die Phase, auf der quasi die Anlage ist, eigentlich die Sicherung, die am leichtesten rausspringen bekommen sollte. Also ruhig einen Elektriker dazu holen, ist schadet sowieso nicht, wenn man lange Zeit nicht an der Hausverteilung war, dass der mal drauf guckt, wie es um die Technik so bestellt ist. Also wir haben hier grundsätzlich, ne, 738 Euro für die Anlage, also irgendwie Supporte der Gestänge und so weiter, 60 Euro für den Elektriker. Ich habe real bisher 140 Kilowattstunden produziert seitdem. Das ist aus zwei Gründen ein bisschen wenig. Das eine ist, wir haben ja gerade gesehen, dass ich habe bisher die schlechteste Zeit gehabt. Jetzt die zweite Sache ist, dass bei uns am Dach einige Sachen saniert werden musste, dass ich über einen nicht unerheblichen Zeitraum in den letzten 12 Wochen nur ein Modul nutzen konnte. Deswegen wäre es normal noch ein bisschen höher. Ich habe die Rechnung jetzt rund 30 Cent genommen. Wichtig ist ja, dass wenn man so eine Ertragsbetrachtung macht, dass man ja eigentlich jetzt das Geld ausgibt. Und zumindest in den kommenden 3 bis 4 Jahren, das kann man, wenn man sich so ein bisschen mit EEG beschäftigt, schon ablesen, zumindest die Strompreise noch leicht steigen werden, während die so nach jetzt in 3, 4 Jahren wahrscheinlich gedeckelt sind, so roundabout. Alles in ferner Zukunft, man weiß auch nie, wie die nochmal Gesetze angepasst werden. Aber deswegen habe ich hier 30 Cent genommen, um die Sache einfach zu machen. Und schätzungsweise, wenn mit der Normalverteilung, die wir jetzt haben, produziere ich in 12 Monaten nahe 15 Kilowattstunden Strom, was in etwa 94,50 Euro entspricht. Ich habe einen Eigenverbrauch von 88%, das heißt 12% meines Stroms schenke ich frisch zum Verkauf derzeit der EWE, also der EWE-Netz, muss man auch wieder sagen. Das heißt 83,16 Euro pro Jahr spare ich, das heißt ich habe eine Amortisationszeit von rund 9 Jahren. Wir sehen, reich werden tut man damit nicht, zumal auch die Anlage wieder 9 Jahre halten muss und man muss ja irgendwie auch vielleicht das Ding mal putzen und man hat ja auch Zeit reingesteckt und so weiter, um das Ganze an den Start zu bringen. Jetzt muss man auch noch sehen, dass natürlich meine Ausrichtung alles andere als optimal ist. Das heißt, grundsätzlich amortisiert sich so eine Anlage zwischen 6 und 10 Jahren. Und wer so ein bisschen Geld irgendwie gespart hat auf Sparbüchern, Bausparverträgen oder sonst wo, der weiß auch, dass es derzeit da nicht mal die Inflationswahl gibt. Und von daher sind die Opportunitätskosten für Leute, die ein bisschen was gespart haben, natürlich auch relativ gering. Von daher muss man da wahrscheinlich auch gar keine große Rendite erwarten. Also das ist grundsätzlich eine Rentabilitätsberechnung. Wirklich hier für Oldenburg. Je südlicher man kommt, also wenn man in Freiburg wohnt, dann ist so ein Ding auch schon mal nach 4,5 Jahren irgendwie durchfinanziert. Genau, noch ein Punkt zu diesem Thema. Welche Größe brauche ich eigentlich? Also de facto sind in unserem Haushalt, unser Haushalt besteht eigentlich so mehr oder weniger, das ist ein Sonderfall aus 2 Wohnungen, obwohl es ein Mehrfamilienhaus ist. Und das heißt, es gibt halt auch 2 Kühlschränke. In dem Haushalt stehen insgesamt 5 Router. Also 2 Freifunkrouter und 2 normale für die beiden unterschiedlichen Haushalte. Das heißt, man hat so ein bisschen, also auch wenn so Standardverbraucher mit elektrischen Steckdosen abgeschaltet werden, man hat so ein bisschen mehr Grundlast als normal, ne, mit 2 Kühlschränken und halt entsprechend 5 Routern, sodass bei uns 2 Module wirklich schon okay sind. Man braucht aber mindestens 3 Personen im Haushalt, damit 2 Module okay sind. Ne? Also alles unter 3 Personen ist halt eher ein Modul ratsam, weil wir haben das. Wir kennen ja die Sonnenkurve und wir kennen ja diesen Peak, den es in der Mittagszeit gibt, um diesen Strom halt wirklich verbrauchen zu können, braucht man halt eine gewisse Anzahl an Verbrauchern halt im Haus und bei 2 wird das dann mit 2 Modulen so, dass man vielleicht nur 50% oder 60% irgendwie selbst nutzen kann und dann wird diese Rechnung, wenn da nur noch 50% oder 60% steht, entsprechend schlechter. Also so ein bisschen so als ganz grobe. Ich weiß, es hängt natürlich von ganz, ganz vielen Sachen ab. Wer zum Beispiel duscht oder also im Endeffekt Warmwasser auch mit Strom aufheizt, bei dem kann das schon wieder ganz anders aussehen. Ja, bei uns ist das halt hier ganz, ganz zentral. Genau. Das sind dann so grundsätzlich spannende Fragen, die einem dann irgendwann durch den Kopf gehen. Ne? Also wie viel mehr produziert meine Anlage, wenn ich sie frisch gereinigt habe? Das sind so Sachen, die man irgendwann macht, ne? Weil er so ein bisschen Dreck sich ablagert. Welches Programm ist Geschirrspüler? Das ist optimal, ist auch nicht irrelevant. Wer ein recht aktuelles Modell hat, A++, dem wird auffallen, dass in dem Optimalprogramm, also optimal heißt ja, man hat ja eine gewisse Dauer, die das ganze Ding läuft, man hat eine optimale Wassertemperatur und grundsätzlich wirkt ja Wasser und Einweichen auch länger, je länger das Programm dauert. Und da kann man mehrere Graphen übereinander legen und das ist ziemlich genau das, was derzeit die A++-Spülmaschinen irgendwie machen. Und dann dauert so ein Spülprogramm 3 Stunden. Und dieses 3-Stunden-Programm ist quasi die Verbindung zwischen Waschwirkung, Einsatz von Chemikalien plus Wärme und Strom, ziemlich das Optimum. Und so eine aktuelle
Spülmaschine ist dann halt, ne, die man auch sagen kann, okay, ich starte mal in 2 Stunden, weil man das Handy weiß ja, wie lange und wann heute die Sonne scheint, ist optimal, um natürlich diesen Mittagspeak, den Strom dann produziert, abzusaugen. So, und das ist halt auch bei uns, auch wenn sich die Freundin nicht immer daran hält, mittlerweile irgendwie Vorgabe, sie ist im Publikum, auch die Vorgabe, dass sie bitte dann auch die Anlage entsprechend probieren soll, dass der Strom entsprechend abgesaugt werden kann. Genau, wann lade ich bestimmte Akkus? Wie kann ich den Strom optimal für die Waschmaschine nutzen? Weil bei der Waschmaschine natürlich diese Hitzepeaks noch viel höher sind und ich natürlich keine schöne Kurve irgendwie habe. Eine der spannendsten Fragen finde ich eigentlich auch diese hier. Kann man Strom benutzen, um Heizwasser zu erwärmen? Also wenn man überlegt, in Mehrfamilienhäusern, ne, da stehen immer diese Gaszentralen, nicht überall, aber in vielen stehen diese Gaszentralheizungen. Und wir haben laufend die Situation, dass wenn zu viel Wind ist oder große PV-Anlagen hat, muss man das sogar einbauen, dass die EW-Netz sagen kann, Achtung, es ist zu viel Strom, ich regle diese Anlage jetzt runter. Also passiert dauernd jetzt schon. Und wir müssen ja um den Anteil weiter zu erhöhen, quasi den Ausbau massiv erhöhen, um einfach grundsätzlich mehr Kapazitäten aufzubauen. Es ist jetzt schon so, dass immer wieder Strom verfällt, indem man Anlagen abschaltet. Über die EW kriegt man so eine Vergütung dafür. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wieso es sind nicht ganz, es gibt einige Heizungsanlagen, die können das jetzt, aber alleine wenn man die Heizungsanlagen, den ganz klassischen Tauchsieder, den ich noch im Physikunterricht hatte, ausstattet, dann kann man diesen Strom halt nutzen, um halt die großen Wasserboiler, die Temperaturen halt entsprechend anzuheben. Und da die ja ganz gut isoliert sind, hält sich das auch nur mit ganz wenigen Gradverlust über Nacht und wenn man morgens dann die Duschen benutzt, wird halt viel weniger Gas gebraucht in so Mehrfamilienhäusern. Und das sind alles so Sachen, wo man sich halt fragt, was man mit diesem Strom eigentlich alles machen kann. Was mache ich mit Strom, der nichts kostet? Weil ja im Endeffekt eigentlich unsere ganze Wirtschaftskraft, die sich von dem Beginn der industriellen Revolution bis jetzt entwickelt hat, ist ja nichts anderes als Energietransformation auf eine gewisse Art und Weise. Und egal, was wir tragen, was wir anfassen, wie wir uns bewegen, es ist immer Energietransformation. Und dieser Gedanke, ne, dass ich jetzt halt irgendwie so eine kleine Anlage da habe und ich habe halt Strom, der zusätzliche Kilowattstunde kostet, der kostet mir natürlich schon was, weil ich die Anlage gekauft. Die zusätzliche Kilowattstunde kostet mich nichts, dann fängt man halt irgendwie an, halt auch in den Ideen zu entwickeln. Und das sind halt ganz spannende Gedanken, die halt irgendwie kommen. Genau, wir haben noch einmal kurz ein kleines Video von einem Kollegen hier, auch von Uli Geno, der auch eine Mini-PV-Anlage mit einem Modul halt hat. Unser Balkonmodul ist nicht am Balkon, sondern auf dem Dach, wie man hier sieht. Diese 300 Watt Anlage ist bei uns auf dem Dach, weil das einfach die beste Möglichkeit ist, Sonne einzufangen. Und dank Reinhard Föhringer haben wir das völlig unproblematisch in 2 Stunden oben auf dem Dach angebracht. War ein bisschen eine Kraxelei, aber hat sich total gelohnt, denn wir haben in 20 Tagen jetzt schon 36 Kilowattstunden produziert. Und das, finde ich sagen, ist schon ein tolles Gefühl, wenn wir selber als Stromproduzenten auftauchen auf einmal auf einem riesigen Markt. Und mir zumindest verhilft es zu einem total guten Gefühl, dass ich am Ende des Tages sagen kann, ja, und heute wieder, keine Ahnung, 0,9 Kilowattstunden produziert oder 1,7 Kilowattstunden produziert. Für mich ist das ein total gutes Gefühl. Wir brauchen im Jahr ungefähr 2600 Kilowattstunden, 2700 Kilowattstunden in diesem Haus. Das ist schon nicht so viel. Aber trotzdem ist das für unser Bewusstsein, gerade für die 4 Kinder, nochmal eine gute Gelegenheit zu sagen, ach komm, wir haben jetzt hier an dem Tag meinetwegen 1 Kilowattstunde produziert und die haben wir eben selber produziert. Und ich glaube, das ist auch für Kinder, die nachwachsen, die in diese Welt hineinwachsen, nochmal ein wichtiger Aspekt, dass sie eben auch als Stromproduzenten auf diesem riesigen, völlig unübersichtlichen Markt auftauchen. Also insofern, haut rein, kauft euch auch so eine Mini-PV-Anlage, denn die 430 Euro sind, wie ich finde, eine zu bewältigende Summe. Sehr schön, wir haben auch gerade schon gesehen, also auch bei dem Bartel Tester ist das so, er kannte im Zweifel die neuen Preise noch nicht. Mittlerweile kostet die 430-Anlage wahrscheinlich nur noch, komm, jetzt hier 380. Also auch da hat es was getan. Gut, also was haben wir uns heute hier angesehen oder was ist das, was ich so ein bisschen mitgeben wollte? Also, wie geht es und warum jetzt? Das warum jetzt, ne, die Modulpreise sind auf einem historisch niedrigen Niveau. Man weiß natürlich nie, wie sich sowas entwickelt, aber die Grenzkosten sind langsam erreicht. Es liegt auch daran, dass China massive Überkapazitäten hat und deshalb derzeit den Markt damit flutet. Also viel mehr Platz nach unten
ist da auf absehbare Zeit nicht, auch weil Rohstoffe nach wie vor dafür ja auch entsprechend gewonnen werden müssen, die jetzt mittlerweile einen wesentlichen Anteil halt an den Modulen halt machen. Wie geht's, haben wir auch gesehen, ne? Also entsprechend, wir haben vorne die Anlage, das Modul, wir haben Wechselrichter hinten dran und klemmen die Anlage auf eine, klemmen die Anlage dann entsprechend an den Hausanschluss an und ab diesem Zeitpunkt wird der produzierte Strom erstmal innerhalb des Haushaltes verbraucht. Welche Bauteile brauche ich? Also man braucht irgendwie so ein bisschen was Gestänge, um das Ganze auch irgendwie noch montieren zu können. Man braucht den Wechselrichter auf der Rückseite und ganz wichtig, das Monitoring, wie gesagt, ist nur nice to have, aber es ist halt schön irgendwie zu sehen, was und wie viel produziert worden ist. Warum ist das irgendwie ein ganz schönes Gefühl? Also die Bart hat ja gleich einen völlig neuen Aspekt mit reingebracht, dass man irgendwie ne, auch einer nachfolgenden Generation, was nachhaltig angeht, natürlich das völlig anders zeigen kann, wenn man zeigen kann, okay, wir haben jetzt unseren ersten eigenen Strom produziert. Dazu kommt das, was ich schon vorhin sagte, irgendwie so ein bisschen dieser Autarkie-Gedanke und auch so ein bisschen, das ist das, was gerade die Leute, die, da betreibt sich jemand irgendwie so eine 10-Kilowatt-Anlage oder so, eine größere, irgendjemand? Fünf oder so, das ist dann schon so, wenn man dann sieht, was sie produziert, dass man denkt, ah, der Goldesel sitzt auf meinem Dach, ja, ja. Was natürlich von der Geldmenge her bei einer Balkonanlage doch trotzdem noch überschaubar ist. Genau, wir haben gesehen, Anmeldung und Zähler, also im Endeffekt, man muss ein bisschen Papierkram machen. Ich hoffe natürlich, wie gesagt, bei der EWE gibt es auch viele Freunde irgendwie dieses Ganzen und ich hoffe, dass die EWE sich da irgendwie auch ein Herz nimmt, irgendwie jetzt in den kommenden Monaten diese ganze Dinge, diese ganze Sache auch ein wenig im Sinne aller zu vereinfachen. Wir haben gesehen, dass der Zähler gegebenenfalls getauscht werden muss, weil er sonst rückwärts läuft. Dieses Problem erledigt sich früher oder später eh. Ich glaube, weiß jemand, ab wann die Smart Meter irgendwie installiert werden müssen? In 2 Jahren oder 3 Jahren? Also irgendwann müssen die, glaube ich, getauscht werden. Genau, und wir haben so ein bisschen gesehen, ne, wie nutzt man eigentlich den eigenen Strom optimal, ne, weil man hat im Endeffekt eine Kurve über die Mittagszeit. Welche Gerätschaften kann man da einsetzen, um einen höchstmöglichst hohen Eigenverbrauch halt zu haben, weil das ist das, was sich wirklich rechnet und das ist auch wirklich das, was das Netz ja auch entlastet. Und das ist wirklich dann auch der Strom, der wirklich direkt eben eingespart wird und nicht woanders produziert werden muss. Genau, soweit erstmal als Übersicht. Und dann ist halt die Frage, gibt es zu diesem Thema, also wir werden jetzt so eine kleine offene Fragerunde machen, gibt es zum Thema konkrete Fragen, die wir jetzt hier beantworten können. Also das hier ist nochmal die Anlage von mir auf dem Balkon. Man kann so ein bisschen abschätzen, wo ich wohne. Und das hier ist quasi aus diesem Smart Meter, also aus diesem, nennen wir es mal, Zähler neuester Bauart. Das ist mein Lastprofil. Ne? Das heißt, man sieht schon sehr deutlich, dass ich durch bestimmte Geschichten wie die Nutzung der Waschmaschine und auch die Nutzung des Geschirrspülers, obwohl wir beide berufstätig sind, einen Großteil des Stromverbrauchs halt in der Zeit, ne, meine Ausrichtung ist so, dass ich nach Westen den Strom später kriege eher. Also ich habe den Peak so um 14 Uhr roundabout, nicht um 12 Uhr, weil ich eher im Westen bin. Dass ich schon auch mittlerweile den Stromverbrauch ganz simpel mit Waschmaschine und Geschirrspüler und auch mittlerweile Elektroauto dann halt in diesen Bereich schieben konnte. So, und das dann sind so Sachen, die macht man dann so ein bisschen automatisch, weil ne, der Geschirrspüler insbesondere, der hat keine so besonders hohen Peaks, oder recht lange eben gratis läuft, zumindest was Stromkosten betrifft, wenn man das Ganze richtig timet. Genau, also gibt es konkret jetzt hier in der großen Runde, wir sind natürlich auch alle gleich irgendwie nachgemacht, da und so konkrete Fragen oder Anregungen. Bitte. Ja, danke. Also, um das hier nochmal den Sack zuzuwenden. Wir haben das bisher so ein bisschen verfolgt, dieses Thema, können das auch gerne weitermachen, aber wir sind eine Genossenschaft, ich weiß nicht, ob Sie einen der Gründungsprinzipien einer Genossenschaft kennen, das ist ein Zitat von Raiffeisen, der sagte irgendwie, jetzt habe ich einen Blackout, nicht im Stromnetz, sondern im Kopf. Genau. Was einer nicht vermag, vermögen viele. Also wir merken, es gibt viele Fragen, auch im Detail, und man muss sich da tatsächlich auch gegenseitig helfen und sich gegenseitig weiterbringen. Was wir hier in den Raum stellen möchten, ist, dass wir das tatsächlich auch in Zukunft ernster verfolgen können und eine AG gründen. Aber AG steht bei uns als A für Arbeit. Das heißt, wir sind gern der Rahmen, aber die Leute, die arbeiten, müssen sich dann eben auch finden.
Den möchte ich also hier diese Idee anregen, sich uns Ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen, wenn Sie tatsächlich auch bereit sind, in den nächsten Monaten ein bisschen Zeit zu investieren. Und was man organisieren könnte, wäre quasi nochmal so eine Sammelbestellung zu machen. Man könnte gucken, findet man lokale Vertriebspartner dafür, findet man Elektriker, die bereit sind, das Thema zu unterstützen. Und perspektivisch kann man sich auch so, ich habe hier mal die Kraftwerksumgebung von Oldenburg hier mal. So, da sehen Sie irgendwie Gas da bei Bremen. Sie sehen, ja, Atom ist auch nicht weit hier links, ne? Genau. Und viel Kohle ringsrum. Wie wäre es, wenn man da mal so ein schönes Oldenburger Ninja-Photovoltaik-Kraftwerk dazwischen setzt? Also ich habe Kontakte zu IT-Leuten. Man kann ja auch überlegen, ob man quasi ein gemeinsames Monitoring aufbaut und die Informationen aggregiert. Und guck mal, hier, es sind alles kleine PV-Module, aber insgesamt sind das in Oldenburg 200 Stück, 400 Stück und die produzieren das und das. Wäre eine coole Idee, um herauszufinden, dass es so ganz individualistisch ist, auch, was uns sehr wichtig ist als Genossenschaft, ein Gemeinschaftsaspekt. Vielen Dank soweit. Ingo Harms, du bist inzwischen gekommen. Magst du mal nach vorne kommen? Und Martin, magst du auch nach vorne? Auf diesem Dach hier, ich glaube, da. Da. Ist eine Photovoltaikanlage. Und wenn man die sieht, ich habe die das erste Mal wahrgenommen, da kam ich gerade von der Feuerwache, wo wir 180 Module verbaut haben. Und dann kam ich dahin, habe diese 8 Module gesehen und dachte, oh, süß. Aber in dieser Anlage ist auch was Besonderes. Und die ist es auch, nachts produziert ja auch keinen Strom. Aber ich würde sagen, es ist die erste Bürgersolaranlage von Oldenburg. Kann man das so sagen? Ja und nein. Wenn man glaubt, dass eine Bürgersolaranlage von Bürgern finanziert wird, der Strom von diesen Bürgern eingespeist wird und anschließend irgendwie gewartet wird, bis das Geld wieder drin ist im Säckel, dann ist es keine Bürgersolaranlage, sondern es ist eine Anlage auf Spendenbasis. Die Leute, die die Anlage finanziert haben, haben Geld gegeben, damit überhaupt eine Anlage läuft. Und dass sie auf der zweiten Ebene, sollte diese Anlage, da sie ja sich nicht amortisieren muss, das Geld, was sie erwirtschaftet, in sich selber hinein investieren. Sie sollte also wachsen. Weswegen wir diese schöne Anlage genannt haben, den Solarbrüter, in Anklänge an die Atomwirtschaft, die den schnellen Brüter sich ausgedacht hat, um Kraftwerke zu bauen, die sozusagen ihren eigenen Brennstoff mal wieder neu erzeugen. Was wir machen wollten, war, aus einer kleinen Anlage, die für ungefähr damals 7.000, 8.000 finanziert worden ist, eine immer sich selbst sozusagen vergrößernde, eine wachsende Anlage zu machen und zu beweisen, dass, also sichtbar zu beweisen, dass die Anlage mal größer wird und dass man sozusagen mitschauen kann, als Bürger, der auf dieses Dach schaut, sehen, wie die Anlage wächst, ohne dass man wieder neues Geld in die Hand nehmen muss. Aber genau wie der schnelle Neutronenbrüter gefloppt ist, floppte auch die Anlage auf diesem Dach. Aber aus einem anderen Grund, also nicht, weil die Technik etwa nicht taufte und weil man diese Kraftwerke, diese schnellen Brüder wieder dicht machen musste, sondern weil, und davon kann Martin ja auch ein Lied singen, weil der Statiker sagte, hier nicht mehr, auf diesem Dach kommt keine Erweiterung in Frage, die Statik würde es nicht hergeben, das heißt, wir hätten also eine neue Anlage ansparen müssen und die eben mit einem Wechselrichter ausstatten müssen und das wäre alles, ich spreche von einer Zeit vor 5 Jahren, zu teuer geworden. Das war eigentlich drin. Deswegen brütet zwar diese Anlage, aber sie brütet auf ein Konto. Ja? Und wir warten halt darauf, dass wir mit dem Geld das weiterführen können, was wir uns vorgenommen haben. Und siehe da, jetzt kommen die Balkonanlagen. Was wir brauchen, sind Flächen und Leute, die sagen, hier habt ihr eine Fläche, hier können wir was aufstellen. Die Leute würden dann diese Anlage natürlich umsonst bekommen, aber sie können den Strom nicht selber verkaufen, sondern würden dann
das Geld auch wieder aufs Konto bringen, sodass tatsächlich diese Anlage wachsen kann, aber nicht eben an Ort und Stelle, sondern sie würde virtuell wachsen. Und wenn man das dann irgendwie noch digital und online darstellen kann, ich glaube, dann haben wir wieder die Idee des schnellen Brüters oder sagen wir mal des Solarbrüters. Wir haben diese Sache verbunden zu einer Zeit, als Photovoltaik noch mehr oder weniger, eine ökologische Maßnahme war. Eine Maßnahme, wo man nicht auf das Geld geschaut hat, sondern wo man gesagt hat, wir müssen das machen, weil wir was für den Klimaschutz machen müssen. Und deswegen sind alle die Geldgeber, ja alle die Sponsoren, die dafür gesorgt haben, dass diese Anlage läuft, dass sie realisiert werden konnte, sie haben alle ein schönes Stück Papier gekriegt, da steht drauf Klimaschutzbrief, so dass man sich auch sagen kann, okay, ich habe was fürs Klima getan. Und ich glaube, die Verbindung zwischen dem politischen Anliegen und der technischen Realisierung von Photovoltaik, ich glaube, die hat eben das Geld zusammengebracht. Naja, und ich kann mir vorstellen, dass wir das in einem anderen, auf einer anderen Ebene fortführen können, eben dadurch, dass jetzt wieder ein bisschen Geld da ist und dass wir, sagen wir mal, 3, 4 oder sogar 5 von diesen Balkonanlagen irgendwo installieren können und die Sache wieder wachsen lassen können. Martin, du bist hier Physiklehrer an der BWS. Chemielehrer, das war auch der Chemierang, wo du rausgekommen bist. Ja, gut. Du beobachtest die Anlage so ein bisschen, ne? Und kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Ja, so viel kann ich zu der Anlage nicht sagen. Also nur, dass wir als Schule hier gerne den Platz zur Verfügung gestellt hatten und auch damit gerechnet haben, dass sich das erweitert. Also das sind 7 Module hier von Energierat. Wir selber haben noch eine Anlage mit 8 Modulen, die sollte eigentlich auch wachsen, weil das Gebäude ist ja hier recht lang, aber wie gesagt, uns wurde dann ein Strich durch die Rechnung gemacht wegen der Statik und wir selber hätten auch gerne da weiter investiert, weil wir auch am Projekt abgedreht, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, die Schüler und Lehrer können Energie einsparen, also weniger Strom, Gas und Wasser verbrauchen und dann gibt es von der Stadt Oldenburg dafür ein Geld zurück für die Ersparnisse und das hätten wir gerne da investiert. Jetzt müssen wir ein bisschen anders investieren. Und, ja. Also 2 Anlagen sind hier, beide funktionieren einwandfrei. Übrigens seit 2004 und 2005 sind die beiden Anlagen. Also es stimmt alles mit wartungsfrei und 20 Jahre problemloses Laufen, die ja auch bald vorbei sind schon. Muss man auch sehen, was man dann mit dem Strom macht. Ja, die Schüler haben auch was zu sehen und wir haben auch mal was zu zeigen. Zumal wir unsere Anlage auch über die Homepage digital ablesen können. Ja. Wir machen hier mal einen Punkt an dieser Stelle. Wir stehen hier noch zur Verfügung für Gespräche. Danke für Ihr Interesse. Es hat uns gefreut und wir hoffen, dass wir Ihnen noch ein paar Fragen beantworten können. Vielen Dank. Okay.